Meine Damen und Herren, DJ der Pult brand new. Neuer Mix am Start. Ab geht's, mein Mann. Das. Wir haben unser zweites Video. Wir hoffen, es gefällt euch. Haben neues Mitglied Sina. Abonniert und kommentiert. So, wir gehen jetzt gleich zu Sina und David. Bisschen Mathe erklären, jemand hat angerufen, die schreiben morgen Arbeit. Wir können das wieder nicht, wir müssen unter mir mitteln, wir müssen den Exoquenten erklären. Ja, und wir sind auch gleich von da. Ey, das sind die, komm, Jo. Lass dich mal begrüßen. Na, was war euer Problem? Ja, du kennst ja Eloquenten Richtung, ja. Eloquenten? Ah, da kenne ich einen Ort, da kann ich euch das zeigen, kommt. Okay. So, wir sind hier und erklären den beiden mal den Eloquenten. Das ist leider nicht mein Fachgebiet, deswegen macht der Marco das heute. Ich kann das zwar, aber mach mal, komm. Exponent mal. Die Baumhöhe sind gleich Summe. Das müssten eigentlich 85 sein, aber stimmt das? Also ich weiß es, nur ihr müsst das wissen, ist das die richtige Reihenfolge in der Richtung gewesen? Also eigentlich bin ich ja gut, Matze, ne? Nur ich beschäftige mich jetzt das Thema nicht mit so. Also 85 ja, stimmt schon, ne? Also, ja. Aber also, komm, wir müssen mal den Rechenweg erklären. Mal rechnen, dass du der Exponent ist immer 4 mal 4 mal x. Das könnt ihr noch, ne? Habt ihr auch von der Grundschule gelernt? Ja. Und die Braunkornigkeit, das ist dann immer so 97, ist auch wie 1 mal 1, muss man wissen, das ist nicht so lang, mal der Länge, die Länge des Baumes muss abschätzen. Also plus die Rinde. Plus die Rinde. Und wenn man in der Arbeit da mal ein oder zwei Fehler daneben hat, dann ist das nicht schlimm, da geben die trotzdem Punkte. Genau, oder erklär mal eine Aufgabe. Hast du verstanden? Nein. Na, Marco, komm, Beispiel. Marco, mach mal ein Beispiel. Die Brennnessel? Ja. Weil der Sonnenstrahligkeit von Rinde. Ungefähr mit... Ja. Korrekt, korrekt. Das ist scheiße. Ich bin einzeln. Ja, also, die ist schon mal verstanden. Ja, David, du? Ich hab's auch verstanden. Ja, sicher? Sollen wir nochmal eine Aufgabe machen für dich? Machen wir mal eine Aufgabe. Okay, also, diese Baumlänge von diesem Baum hier, ja. Hier rechts. Ja. Mal den Graphit, ich früher reiß. Ja. Und den Exequenten. 23. Ja. Stimmt das? Ja, sehr. Stimmt. Ja, stimmt. Ja, okay. Ja. Hallo Mr. Fanta, wie geht's dir denn heute? Mr. Fanta, ist alles okay? Mr. Fanta, wie geht's dir denn? Nicht gut, mir tut alles weh. She's on TV screens and magazines, cause she's the baddest thing I've ever seen. She takes the limelight, a superstar, she's shining so bright. Oh, oh, I... Komm, lass mich mal begrüßen. Wo liegt euer Problem? Was habt ihr? Also kann ich eine Quentenrechnung, ja, erklär mal. So ganz einfach. Ja, erzähl mal. Also XY, ja. Mal die Baumkrone. Mal die Baumkrone. Okay. Ja? Sinn? Ich weiß nicht, ja, das kann ich ja nicht rechnen. Guck mal, also ich erkläre das mal. Das sind 59, das ist wie das einmal eins woher wissen. Der Exquent ist immer mal X und Y und... Was das? So, jetzt sind wir hier. Mal so, also, ja, wir holen den Exponenten. Okay, so, hier erklären wir den beiden mal den Exponenten. Das ist leider nicht mein Fachgebiet. Ich kann das zwar ein bisschen dabei, deswegen macht der Marco dafür. Exponent mal die Baumkrone. Na,
Ah. Man XY mal Länge. Sind. Wie lang, wie groß ist die Länge? 5,50 Meter. 5,50 Meter, okay. Ja. Ja. Ja, wir können es doch nicht so gut, ja, so ist es nicht, was hast du, kann ich auch Lina? Lina Hanne. Lina Hanne, Livi. So, komm, lass die. Lass dir mal Check geben. Ich meine, ich vergesse es, lass mal von neuem machen.